Nader Jindawi bei Hertha BSC zum zweiten Mal im Kader. 9 Spiele hatte er verpasst wegen seiner Knieverletzung. Und heute durch Ante Čović eine Einsatzgarantie erhalten. Überraschung bei Chemie Leipzig. Benjamin Bellot hatte sich erkrankt abgemeldet, deshalb Jonas Janke im Tor. Der 20-Jährige mit seinem ersten Saisonspiel. Chemie in Jena und gegen Lok ohne Tor. Das wollten sie sofort ändern. 5. Minute. Meda gegen Alimla. Im Hertha-Tor Robert Quasi-Groch. Er muss nicht eingreifen. Hertha antwortet nach einem großartigen Sieg bei Energie Cottbus selbstbewusst. 9. Minute. Čović auf Rölke. Haran dazwischen. Und dann Aksakal gegen Ben Kessler. 1:0 Hertha. Enzer Aksakal, 7 Saisontore, er bleibt Herthas bester Schütze. 21 Jahre ist er alt, geboren in Berlin. Ausgebildet beim 1. FC Union. Aksakal antrittsschnell. Und Janke in seinem 4. Regionalligaspiel überhaupt im kurzen Eck erwischt. Minute, Chemie mit Wendt. Florian Brückmann, der die rechte Seite stets umflügt. Seine Flanke für Ischel. Manasseh Ischel mit 8 Toren bester Schütze des Jagatic-Teams. Kurz darauf Ecke Brückmann. Faust von Quasi-Groch und das Duell der 27er. Herthas Rölke geht gegen Meda als Sieger hervor. Haxscha in der eigenen Hälfte gestartet, kein Abseits. Mauer kann nur noch hinterherrennen. Mesut Keskin ist mitgelaufen. 2:0. Sein erstes Tor überhaupt in der Regionalliga. 19 Jahre alt, auch er ist in Berlin geboren. Hat es im Herbst in der ersten türkischen Liga bei Göztepe versucht. Ist nach 6 Einsätzen wieder zu Hertha zurückgekehrt. Wenn die Herthaner so kontern, wird es für jede Mannschaft in der Liga brenzlig. Bitterer Auftakt für Janke im Tor. Und Hertha hat Lust auf Kombinationen. 27. Minute. Sonny Zima passt und läuft die Linie runter. McMordy-Hüter verpasst. Somit Toni Rölke völlig frei. Auch Rölke in der Hauptstadt geboren. Seine erste Regionalliga-Saison. Und 2023 läuft super. 6 Saisontore, alle in diesem Jahr erzielt. Rölke zuletzt auch Torschütze in Cottbus. Diskussionsbedarf bei Chemie. So wie bei Brückmann und Buri vor diesem Freistoß. 33. Minute. Alexander Buri immer noch ohne Saisontor. Schöne Flugkurve, aber der Ball landet direkt in den Armen von Quasi-Groch. 0:3. Die höchste Saisonniederlage hatte Chemie auch in Berlin kassiert. Ein 0:4 bei der VSG Altlinike. Sie werden sich. Zweite Hälfte, 56. Minute. Es ist soweit für Nader Jindawi. Erstes Heimspiel nach seiner Knieverletzung und die Herthaner wissen, welchen Wert dieser Nader Jindawi für die Mannschaft bekommen hat. Es wird innig, auch zwischen Jindawi und Trainer Ante Čović. Herthas bester Schütze Aksakal muss runter und Jindawi kommt zu seinem 15. Saisonspiel. 5 Tore hat er erzielt. Chemie in der zweiten Hälfte stabiler. Jepel auf Šurek. Die Abschlüsse nicht wirklich gefährlich. Lukas Šurek, 3. Saison für Chemie. Hertha, weiter im Kontermodus. Maximilian Gurschke gesucht. Der beendet 23-jährig mit diesem Spiel seine Karriere. Gurschke auf Jindawi. Wenn er den Ball hat, wird es immer laut. Viele Zuschauer seinetwegen gekommen. Für Jindawi allerdings bleibt es bei Ansätzen. 3:0. Auf der Chemiebank wenig Euphorie. Aber das Team wollte zumindest das eine Tor. 81. Minute. Nochmal Harand. Šurek. Der sucht Jepel. Und weil Röcker verpasst, gibt es tatsächlich nochmal eine gute Möglichkeit. Beim 4:2 Hinspiel hatte Jepel noch doppelt getroffen. Aber dieser Abend ist nicht der von Chemie. Aus Leipziger Sicht
steht eine 0:3 Niederlage. Zweite Halbzeit hat man gesehen, haben wir alles nochmal versucht. Aber heute, was ich auch schon vorhin gesagt habe, hätten wir aus 2 Metern nicht das offene Meer getroffen. Ist halt manchmal so, du stehst da ein paar Mal vorm Tor und musst einfach nur das Ding gezielt aufs Tor bringen. Haben uns nicht belohnt und solche Tage gibt es nun mal und das ärgert uns heute immens. Es ist jedes Jahr das Gleiche, die Jungs lernen die Liga kennen. Es ist schwer, wenn du aus der U19-Bundesliga hochkommst. Das ist ein anderer Fußball, es ist Männerfußball, aber es ist wichtiger Fußball auch für die Karriere. Und dementsprechend sieht man dann auch, die Entwicklung ist wirklich top. Die Chemiefans feierten wie immer. Und Hertha BSC verabschiedet Maximilian Gurschke. Es waren am Ende nur 32 Regionalligaspiele. Aber er hatte diese gewisse Rolle in der Kabine. Komm her, mein Kleiner! Hey! Hey! So. Letzten Worte würde ich dir geben heute, okay? Mach's drin, Alter. Kann ich. Oh, schwierig, Männer. Komm mal näher ran, Jungs. Ja, was soll ich sagen? Einige von euch kenne ich länger, eine jetzt erst dieses Jahr dazu gekommen. Ich denke, ihr wisst, ich bin jeden Tag hergekommen und war einfach schön bei euch zu sein. Hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie zur Arbeit gehe oder keine Ahnung was. Es war eher Familie mit euch und dafür seid ihr eigentlich verantwortlich. Ich kann euch nur allen alles Glück wünschen und es war einfach eine geile Zeit mit euch und ich werde immer hier drin sein. Ein Wahnsinniger. Ich glaube, jede Kabine tut er gut. Ich habe selten so einen Menschen gesehen, der so viele Stimmen nachmachen kann. Und ich weiß, dass er sehr häufig Michau in der Kabine nachmacht und zwar sehr gut nachmacht, wo die Jungs jede Menge mit ihnen Spaß haben. Gurschke geht, Jindawi rückt wieder näher ans Team heran. Ich glaube, dass Nader so bei 60-70% ist. Wichtig ist, dass sein Fuß hält. Das ist das Entscheidende, weil nur ein gesunder Spieler wird ein Mehrwert für uns sein und wir müssen ihn behutsam aufbauen. Aber ich glaube, der befindet sich auf einem sehr guten Weg. Nader Jindawi, beliebt wie eh und je. Ab sofort will er auch wieder auf dem Platz liefern.